Hallo Martin, ich grüße euch. Pam, 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 pam. Der Options Trader, bitte immer den Risikohinweis lesen. Webinare. Wie ihr wisst, habe ich hier am Anfang gesagt, okay, die Supporter bekommen einen Gegenwert für den Support, eine Win-Win-Situation. Das ist für alle Beteiligten immer das Beste. Und ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass es gar nicht darum geht, jetzt hier diese Sachen zu finanzieren, sondern dass wir das Risiko in der Gemeinschaft teilen. Denn es ist ja möglich, dass wir weitermachen, dass wir andere Klagen hier machen. Und da ist es doch wunderschön, dass man hier eine Plattform hat. Jetzt mittlerweile haben wir auch einen Anwalt, der sich spezialisiert hat. Und da können wir jetzt mal in der Zukunft auch richtig losschießen, falls wieder irgendwas anderes auftaucht. Und da habe ich auch gesagt, ich habe hier drei verschiedene, ja, Varianten hier. Also das heißt, jeder konnte 50 oder 100 oder 200 hier supporten, nicht mehr, damit wir eben alle gemeinsam das Risiko sehr niedrig halten. Finde ich eben sehr, sehr schön. Max wird auch mitmachen. Ich werde ihn auch nochmal anschreiben bezüglich der seiner COT-Webinar oder Webinar. Ich fange jetzt trotzdem an und habe jetzt eine Bitte. Es ist so, mit Webinar ist es ein bisschen kompliziert. Ich habe jetzt hier nur 100 Teilnehmer. Ja, ich habe bei GoToMeeting habe ich 150. Nun ist GoToMeeting aber jetzt nicht anonym. So, das heißt, dort wird die E-Mail, also die anderen können dann die E-Mails etc. sehen. Das heißt, ich kann es jetzt natürlich nur auf Datenschutzgründen nur über GoToWebinar machen. Mit dem Upgrade ist das möglich, wobei ich aber durchschnittlich sowieso immer nur um die 100, maximal 100 brauche. Die tun sich da ein bisschen schwer, das jetzt kurzfristig abzugraden, ohne dass ich jetzt hier. Aber das ist jetzt kompliziert. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich nicht abschätzen kann, wie viele jetzt live dabei sind, habe ich einfach zwei Anmeldelinks gemacht. Ganz simpel. Wenn jemand weiß, dass er Mittwoch, den 21., nein, den 28. Oktober, beides, ja, ist ja beides dann. Aber ihr könnt euch ja jetzt schon hier anmelden, überhaupt kein Problem. Also die nicht live dabei sein können, ja, wenn ihr jetzt schon wisst, nee, da kann ich eh nicht. Bitte einmal, also da, also nur jeweils nur einmal anmelden, weil ich werde es dann auch abgleichen mit dem Support-Dokument. Da bin ich jetzt schon bei der Excel-Liste schon sehr weit, sorry. Aber um da nochmal sicher zu gehen, ne, euer Namen und E-Mail, mit der ihr auch supportet habt am besten. Dann gleich es aber bitte nur einmal, ne, in der Form. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr live euch angemeldet habt, aber nicht live könnt. Das ist nicht schlimm, aber ich denke. Es werden ja eh nicht mehr als 200 insgesamt. Ich denke, wenn da 50 live sind oder 60 und der Rest aufgenommen wird, passt es ja. Da brauche ich das nicht upgraden in der Form. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, ist kein Problem. Aber das ist bei denen wirklich so ein Hickhack. Also ich überlege, ob ich zu Zoom gehe, aber das muss ich auch erstmal studieren, was die da alles anbieten. Ich denke, dass Zoom vielleicht besser ist in Zukunft. Muss man schauen, wegen der Anonymität, wegen Datenschutz muss man aufpassen. Nur, dass ihr wisst. Ja, bitte nur einmal jetzt im Bereich, also für den Bereich COT lesen und interpretieren. Okay, anmelden. Und live wird es sein am Mittwoch, den 28. Oktober, 19 bis 21:30 Uhr. Die erste Sitzung. Ich habe gesagt, wir machen zwei Sitzungen vielleicht, je nachdem 2 Stunden. Müssen wir schauen, wie weit wir kommen, ja, welche Fragen ihr habt, etc. Es wird sehr spannend werden. Es geht mir beim COT-Lesen ganz bewusst ohne Gurus und Newsletter. Das sollte jetzt ja auch etwas amüsant sein. Möchte jetzt niemanden auf den Schlips treten. Da gibt es auch sehr gute ja, Trader da draußen, die das sehr gut können und auch interpretieren und auch berechtigt natürlich auch einen gewissen Mehrwert entgeltlich verlangen können. Das ist selbstverständlich kein Problem. Ich meinte jetzt nur, es ist immer gut, dass man manuell, ja, die Dinge selbstständig interpretieren kann. Zusätzliche Infos, also sich zusätzliche Infos zu holen, ist ja selbstverständlich. Ja, aber ich bin immer der Freund des Manuellen und etwas, ja, des Manuellen in der Form, das mache ich auch mit der Optionswelt so, denn auch die ganzen Option-Software-Programme sind zwar alle gut, aber es ist ja einfach, ja, die Beobachtung und ja, auch mal das manuelle Nachrechnen manchmal. In der Form, also bei bestimmten Konstrukten, sinnvoll, denn es kann ja sein, dass die Software nicht funktioniert. Trotzdem kann man dann sich
weiß sich zu helfen und so auch beim COT, dass er zumindest die Grund, ja, Mechanismen versteht und auch selbstständig sagen kann, okay, das ist die und die Konstellation. Ne? Also wir gehen da jetzt nicht. Wir werden da, doch, wir werden da schon einige Beispiele nehmen aus der Vergangenheit, aktuelle Besprechung. Also es wird sehr, sehr spannend. Für diejenigen, die jetzt meine Videos sehen und sagen, okay, Martin, ist es noch zu spät oder so? Nein, es ist nie zu spät. Ihr könnt ja grundsätzlich bei den Webinaren ja mitmachen für 50 € in der Form, ja. Ich kann das auf einem, das habe ich mir auch schon überlegt, muss man auch schauen, ob die BaFin hier zuhört. Nein, Quatsch, ist nicht BaFin-bereit. Also ich kann das ja ganz ja auf einem Echtgeldkonto traden und wir können daraus so eine Art Charity irgendwas machen oder auch für die nächste Klage sparen. Denn ich habe einiges jetzt noch in den Schubladen, das, was man angehen könnte. Das ist aber als nächsten Schritt. Also grundsätzlich kann jeder natürlich teilnehmen, ne, in der Form. Ob man das halt deklariert als Support oder nicht. Ich muss halt auch selber schauen, wie ich das dann deklariere, aber das kriegen wir schon hin. Dann mal die Spuren lesen, Webinare, die kommen, mache ich gleich nochmal die Daten und dann die Options-Webinare. Das ist ein bisschen intensiver und da möchte ich ja schon ein bisschen intensiver in die Materie gehen, ne, wie man hier die bekanntesten und beliebtesten Strategien, was für Möglichkeiten man da hat, ja, so abzusichern in der Form oder vielleicht auch andere, ja, oder ja, einfach, ja, okay, also einfach in die Tiefe gehen hier. Das wird also auch, denke ich, sehr, sehr spannend für den einen oder anderen, der jetzt dabei sein wird. Ja, das ist erstmal ein kurzes Update zu den Webinaren und die Links sind unter dem Video. Und bitte nicht vergessen, nochmal ganz kurz, ich weiß, bitte nur einmal eintragen, ne, für entweder die nicht live dabei sein können oder die live dabei sein können. Super, vielen Dank, ich danke euch. Merci beaucoup.